Potzlei. Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben durfte. Allererste Sahne. Ja, diese Flapsigkeit dürfen Sie sich erlauben, mein Herr. Okay. Wenn er das Gleiche ansteuert, dann muss ich den erst zerstören, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Zum Angriff. Schiff unter Beschuss. Ihre Geister werden dir folgen. Lotto, legt ab. Jedes Schiff, was ich von ihr versenke, ist gut möglich. Meine Täubchen melden mir nur gut. Gut, wohin? Flotte geht auf Fahrt. Okay. Go, 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 go. Wir dürfen zwei meiner Schiffe lagern, ja. Flotte legt ab. So. Ja, das muss natürlich repariert werden, ne? Kann ich mir meinen Start nicht mehr angucken. Ja. Stillgestanden! Der Admiral. Ach, da ist schon wieder so einer. Werde ich ihn kreuzen? Ja, natürlich werde ich ihn kreuzen. Formation einnehmen! Beschuss. Laufen Koordinaten an. Okay, das sind alles Verbündete. Oder nicht Verbündete, aber keine Feinde. Flotte legt ab. Auf Kurs halten! Schiff unter Beschuss. Flotte bereit. Hallo? Hüten Sie sich vor. Sie ist nicht daran interessiert, ihr Inselreich zu vergrößern. Was sei denn an der Gebühr? Vielleicht können Sie ja Handel mit betreiben, wenn Sie sich mit ihr stellen. Okay, ja, aber dass sie immer direkt jeden angreift, das ist nicht. Flotte geht auf Fahrt. Okay, wo muss ich es hinbringen? Lotto unterwegs. Den werde ich höchstwahrscheinlich. Da hat sie einen, da hat sie einen. Alter. Das ist ja mal eine Insel. Nein, komm, schwindet schon wieder. Finde ich nicht gut, aber kann ich gerade nichts gegen machen. Ich habe gerade andere Probleme. Ach, guck mal, da kommt das Schiff wieder raus. Und hat sie Verfolgung aufgenommen? Nein, okay. Hier hinten in diesen Gewässern, da ist aber auch echt viel los. Das haut vor mir ab.
Trink ein Tässchen Tee mit mir, Schätzchen. Die Leute sind... Waldklippe. Okay. Sie hat hier eine kleine Streitmacht zusammengebaut. Ich hoffe nicht, dass die in Verfolgung von mir jetzt gehen. Natürlich tun sie es. Hier könnte ich nur was anderes erwarten. Hier ist aber auch was los. Lehm, Lehm, Lehm. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Okay. Ach, komm schon. Gib ein bisschen Gummi, Jungs. Soll ich auf dem Weg mal hier ein... Formation einnehmen! Hinterher. Schiff unter Beschuss. Okay. Laufen vor die Nachbarn. Und weiter da hoch. Ja, lecker. Nee, nur Kriegsschiffe. Flotte segelt in Formation. Wenn die gleich auf mich treffen, segeln schnell abhauen hier, Jungs. Ei. Schaffst du es noch frühzeitig? Sind's denn, ja, das wird's hinkriegen. Kurs gesetzt. Aber ihr vier reist bitte zusammen. Neue Ziele? Die machen mir echt Sorgen da am Rücken. Da kommt, dass er sich eben angegriffen hatte. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen ja, 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 auf ja, ja, dem ja. Ich mache ja gleich die Expedition. Lass mich doch hier erstmal um eine Sache kümmern. Weil ich werde hier gerade verfolgt von, was haben wir denn hier? Wellenbrecher und Piratenfregatte. Und vor der mache ich mir ein bisschen Sorgen. Die drei hier, die kriege ich ja relativ schnell down. Aber ich habe hier gerade nur zwei Fregatten und zwei Kanonenboote. Und das ist als Angriff markiert. Das halte ich gerade für ein bisschen gefährlich. Da kommt noch eins. Da kommt noch eins. Ich glaube, die greifen mich gleich massiv an. Kann ich mir hier noch ein Schiff kaufen? Ja, so ein... Als Kind wurde ich einmal von einer zeternden Gans quer durch den Palast gejagt. Das ist richtig, ja. Stillgestanden, der Admiral. Die kommen, glaube ich, nicht mehr schnell genug an, die beiden, die ich noch dazu gerufen habe. Werden wir sehen. Ich werde jetzt erstmal meine Ware abschmeißen und dann fahre ich dem vielleicht entgegen. Vielleicht können wir uns auf der Mitte irgendwo treffen. Das könnte ein echter Showdown werden hier gleich. Bis wann müssen die denn? Ah, jetzt haben sie die Flammen sind außer Kontrolle. Hat eins ihre... So, mal eben... Warum sagen die denn mir nicht früher Bescheid? Okay. Gut, die außerhalb der Reichweite von der Feuerwehr war. Das ist auch nicht meine Feuerwehr. Keine Ahnung. Was du heute kannst besorgen, annehmen. Du hältst dein Versprechen. So, da unten kommen sie.
machen schon Kurskorrekturen. Wir sind aber auch schon sehr nah dran hier. Neue Ziele? So, alle markieren. Stillgestanden! Der Admiral! Auf Flaggschiff. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers und diese Insel ist der irdische Zwilling Tians, des mächtigen Himmels. Ich glaube, ein Schiff werde ich verlieren, aber das ist Schiff unter Beschuss. Jetzt wieder. Der Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Genug Süßwassermatrosen versenkt für heute. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden anlegen. Flotte erwartet Befehl. Okay. Gut. Ich, das Flaggschiff war, glaube ich, das Laufen Gute, das ist das Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Plus 8. Unmöglich. Nahezu sicher. Wenn du das vorschlägst, dann vertraue ich dir. Leicht erhöht. Nahezu sicher. Ich merke, wenn jemand versucht, mich über den Tisch zu ziehen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Okay, kümmere ich mich erstmal darum, weil es hier brennt. Komm schon, Willi ist ein bisschen mehr wert als das. Du willst heiraten? Nicht zu glauben. Ah, ist auch noch eins. Okay, bauen wir neu auf. So, okay. Wissen die meine Feuerwache? Oh, ja, aber Brandgefahr ist wirklich hoch und hier oben hat er nicht so viel Reichweite gehabt. Okay, die Feuerwache, die hat auch nicht was zu tun scheinbar. Okay, warum habe ich nur noch so wenig? Wie geht's hier meinen... Ein goldener Käfig, oder? Okay, zumindest ist alles gut. Arbeitskleidung, Grundbedürfnis sinkt. Schönen Tag auch. Weberei 100%. Ist auch alles bei 100%. Habe ich nur eine Weberei? Ich habe noch mehrere, oder? Ich habe schon drei Webereien. Nichts mehr da. Das hier verkaufe ich auch nicht mehr. Dann brauche ich mir nochmal eine Weberei. So. Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Ja, ja, guck mal ran. Mein Hafen ist, glaube ich, relativ gut geschützt. Glaube ich jedenfalls. Okay, was ist denn hier mit der? Ich wollte mich gerade betrinken und jetzt kommst du. Das ist also ihr Heimathafen. Haben wir das Ding leider völlig unterschätzt. Tag in der Wildnis überleben. Ja, aber mir fehlt doch Glas dafür, Leute. Ohne Glas ist doch hier nichts los. Komm, weißt du was? Ich mache jetzt hier Expedition. Ich lotse sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Okay. Die Insel Prosperity scheint der Grund für alle Schwierigkeiten ihres Vaters zu sein. Er wurde beschuldigt, sie an Isabel Sarmento, die Anführerin
einer Unabhängigkeitsbewegung verkauft zu haben. Trotz ihrer Opposition gegen Königin und Empire glaubt Sir Archibald, wenn ihr Versteck gefunden werden könne, sei sie möglicherweise zur Zusammenarbeit bereit.